Ja, tatsächlich habe ich das immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich bin doch auf Foto, ist nicht mal nicht. Alles liegt wahrscheinlich daran, dass ich irgendwie Toni richtig getroffen habe. Schön. Ja, lieber Tonton, erzähl mal, du hast ein neues Schlagzeug. Genau, das habe ich im Mai zwar schon bestellt, aber ja, dann kam Corona und die Fertigung wurde eingestellt wahrscheinlich und jetzt ist es da. Das ist ein Strike Pro von der Lesis. Ja, 8 Zoll Tom, 10 Zoll, 12 Zoll, 14 Zoll, richtig wuchtige Bassdrum und coole Snare-Drum. Ja, ich bin ganz zufrieden, sieht optisch auch ganz nett aus, aber es ist auch so neu, dass ich noch gar nicht viel drauf gespielt habe. Heute ist tatsächlich der erste Tag und ja, klingt aber, glaube ich, ganz gut. Kann man noch eine ganze Menge parametrieren, muss ich auch noch richtig reinfuchsen. Genau. Ja, das ist schon so eine kleine Raumstation, aber ja, war jetzt gut und wir haben es ja schon, glaube ich, ein anderes Mal gesagt. Wir werden live mit einem Drumset spielen. Warum? Weil es ist leichter abzunehmen. Wir haben weniger Raumklang, der uns da irgendwie mit reinfunkt, der uns Probleme bereitet. Genau. Das ist der große Vorteil, ist, das braucht man natürlich nie stimmen. Sonst hat man bei einem anderen akustischen Setup natürlich mal das Problem, dass man die Sachen stimmen muss bei Temperaturwechseln. Da muss man die komplett mikrofonieren. Da kann man auch viel falsch machen. Das ist eine Wissenschaft für sich. Genau. Wir haben halt den Vorteil, dass wir das alles vorab einstellen können. Und ja, dann sind wir direkt online. Genau. Ja, ist auf jeden Fall einfacher. Ist auf jeden Fall einfacher. Wir haben das Studioalbum ja auch ähnlich gemacht. Das haben wir auch mit dem elektronischen Drumset gemacht. Zwar nicht mit dem, aber da haben wir halt viele Vorteile, dass man dann mit passenden Instrumenten eine ganze Menge machen kann. Ne? Mhm. Von uns. Also nicht nur die schwere Stimme, sondern das ganze Ding. Eigentlich seit wir dann gesagt haben, wir machen das, jeden Tag wenigstens 2 Stunden. Ja. So um den Dreh. Ich würde jetzt sagen, das hört mal, aber leider warst du schon am Anfang so gut da drin. Das war nicht gelogen, als ich gesagt habe vom Ding, das ist nach 3 Tagen oder so. Das war wirklich nicht gelogen. Ich weiß es nicht. Ja.